es nicht geschafft habt, unseren unsterblichen Imperator zu beschützen? Ich hatte keine Möglichkeit, das zu tun. Was ist mit den Erben, die von euren Rittern abgeschlachtet worden sind, weil Arkan es befohlen hatte? Fühlt ihr euch für sie verantwortlich? Als ich mich den Rittern angeschlossen habe, waren sie ein Schild, um unsere Heimatwelt zu beschützen. Jetzt sind sie Waffen, die von einem wahnsinnigen Kind geführt werden. Die Ritter haben die Erben auf Arkans Befehl hin getötet? Warum? Weil er glaubt, dass das Schicksal für ihn keine Gültigkeit hat. Die Ritter hätten sich gegen Arkan auflehnen sollen. Stattdessen haben wir unsere Ehre verloren. Die Augen von Esni beanspruchen, was ihr niemals gehören kann. Sie sprechen von Neid, der Schwäche meines Sohnes. Macht sie nicht zu der euren. Uns bereitet diese Prüfung keine Freude. Aber wir tun, was das Schicksal von uns verlangt. Seid stark, Fremdling. Ja, ich schaue gleich mal nach dem Ton. Greifen die mich jetzt an? Nee. Weil ich habe ja vorhin geskypt und da habe ich den Ton etwas leise gemacht. Ich muss mal ganz kurz hier hin. Jetzt ist gerade mal der Ton aus, weil... Du siehst ziemlich weit unten. So, jetzt ist der Ton etwas lauter. Ich hoffe, das ist okay. Ich bin der Arm der Bestimmung. Ey. Wir haben Senja nicht umgestellt, verdammt. Ja, ich hab's halt vergessen, den Ton wieder hochzudrehen, weil ich gestern vorhin mit einem guten Kumpel von mir geskypt habt und wir werden höchstwahrscheinlich morgen ganz spontan Minecraft streamen. Haben wir vorhin ausgemacht. Frag mich aber jetzt bitte nicht, wann das sein wird. Ich habe keine Ahnung. Ich werde irgendwann am Tag den Stream anmachen und ich werde einfach auf gut Glück anmachen. Ohne große Ankündigung. Ist der jetzt weg? Ist der jetzt tot? Ach, geh halt weg. Und... Och, Mann! Willst du gerade Machtschrei machen? In dem Augenblick ist die Wut zu gering. Toll! Klasse! Da kommt Freude auf. Die Erben werden durch Rache getrieben. Aber sie brauchen die Zustimmung des Schicksals. Wir sind über so etwas erhaben. Die Bestimmung ist lediglich ein Kanal unseres Willens. Es ist ein Wunder, dass dieses Schiff nicht schon tausendmal explodiert ist. Nach allem, was ihr damit angestellt habt. Es ist kein Wunder, wenn es vorherbestimmt ist. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass man nur Vertrauen haben muss. Aha. Ich glaube, ihr seid der beste Beweis dafür, dass Fräulein Gruselauge viel mehr Geduld hat, als man denkt. Gibt es hier nichts, was ihr noch reparieren müsst? Nein, ich bin einfach zu gut. Ich habe HK im Asyl herumwandernd gefunden. Ohne Erinnerung an das, was seit seinem Aufbruch passiert ist. Puh. Ich meine, das ist wahrscheinlich gar nicht gut. Wo ist der Fremdling? Ganz genau. Senja wollte, dass der Fremdling und HK ihre Kontakte kennenlernen. Sie hat ihnen die Koordinaten für den Treffpunkt gegeben. Entschuldigung, ich habe keine derartigen Daten abgespeichert. Senja, ich wusste es. Ich glaube, ihre Kontakte sind die wahre Gefahr. HK, was ist das Erste, an das du dich erinnerst, nachdem du aufgewacht bist?
vom ewigen Thron stoßen. Und das solltet ihr auch. Seine Bestimmung ist es, zu fallen. So viel haben wir bereits vorhergesehen. Aber sein endgültiges Schicksal ist noch unklar. Was werdet ihr tun, wenn er eurer Gnade ausgeliefert ist? Gnade? Ich weiß nicht, welche Bedeutung dieses Wort hat. Arkan wird für all die Leben, die er genommen hat, Gerechtigkeit erfahren. 1000 Erben sind wegen ihm gestorben. Blut verlangt nach Blut. Seht ihr das auch so? Antwortet uns! Sie stellen ihre Hingabe ihnen gegenüber in Frage, weil sie sie nicht vorhersagen können. Fragt euch, warum das so ist. Wenn ihr nicht auf unserer Seite steht, stellt ihr euch gegen die Wogen des Schicksals. Arkan und Vaylin müssen sterben. Ich frage mich gerade, ob wir eure Hilfe wirklich brauchen. Ihr tut so, als hättet ihr eine Wahl. Wir kennen unsere Rolle. Es ist eure, die enthüllt werden muss. Ich werde euer Schicksal erfahren. Und wenn ich euch zerreißen muss, um es zu sehen. Ah ja. Also Heskal, huch. Oh, wir müssen ja alleine kämpfen, sehe ich gerade. Heskal will ein bisschen Stress haben. Das kann er haben. Ja, komm, weg. Los, Heskal, zeig dich. Oh, lass diesen Arkan-Klon, Junge. Kämpf lieber selber. Ihr werdet eurer Strafe nicht entgehen. Weg. Welche Illusionen hier. Komm her. Hup. Und hup. Aber Gott sei Dank werden wir ständig geheilt. Ey, nicht so. Vergießen beenden, wenn ihr das Geschenk meiner Kraft annehmt. Also gut. Wie ihr wollt. So, liebe Leute, jetzt dürfen wir mit der Macht von Valkorion dämpfen, was? Oh, ich weiß nun gerade nicht, was hier was ist. Barras. Also er musste mir schon eine bessere Illusion geben als Barras, bitte. Ja, zieh mich mal ran, dann muss ich nicht zu dir laufen. Na komm her. Weg.
Tötet ihn nicht. Wir brauchen die Erben. Ihr habt gesehen, was ich gerade getan habe. Ich brauche niemanden. Das Blut von Tyth fließt durch eure Adern, Fremdling. Zwingt uns bitte nicht dazu, es zu vergießen. Waffen runter! Sofort! Eure Leben bedeuten mir nichts. Gebt auf, oder sie eröffnen das Feuer. Jeder Moment seit eurer Ankunft, selbst dieser, war vorherbestimmt. Jeder hier hat die Rolle gespielt, die ihm das Schicksal zugeteilt hat. Ich stelle euch eine letzte Frage. Welche Zukunft seht ihr für die Galaxis, wenn Arkan und seine ewige Flotte fort sind? Ich rette diese Galaxis schon mein ganzes Leben lang. So langsam glaube ich, ich kann sie nur dann dauerhaft schützen, wenn ich das Kommando habe. Er wird sich euch nicht in den Weg stellen. Von euch kann ich nichts weiter erfahren. Ich weiß jetzt, was uns den Blick in die Zukunft verwehrt hat. Unser unsterblicher Imperator lebt. In eurem Geist. Es konnte nicht für immer ein Geheimnis bleiben. Ihr wusstet es und habt mir nichts gesagt? Wir dachten, ihr würdet Panik kriegen, wenn ich euch erzähle, hey, übrigens lebt Imperator Valkorion in meinem Kopf. Analyse. Die Scans zeigen keine Hinweise auf eine zweite Persönlichkeitsmatrix. Vielleicht haben sie einfach nur einen Gehirnschaden erlitten. Unser Duell gewährte mir einen flüchtigen Blick in die Zukunft. Ihr werdet den ewigen Thron zerstören, aber vor diesem Sieg werden viele leiden müssen. Wir sollten unsere Namenslisten vergleichen. Meine ist ziemlich lang. Das spielt keine Rolle. Wir werden siegen. Wenn Imperator Valkorion wegen dem Fremdling lebt, besteht Hoffnung für Sakul. Euer geliebter Imperator ist eine Bedrohung für alles Leben, überall. Wir müssen einen Weg finden, euch von ihm zu trennen. Es ist viel komplizierter. Er ist nicht mehr so, wie er vorher war. Und vielleicht brauche ich ihn. Wir haben viel zu bereden. Nicht hier. Ich habe euren Test bestanden. Schließt euch uns an oder nicht? Wir sind hier jedenfalls fertig. Eine Wahrheit muss noch offenbart werden. Ich habe euch den wahren Grund nicht genannt, warum ich euch durch die Prüfungen gefolgt bin. Ich muss den Fremdling verstehen, der Arkan und Valin vernichten wird. Meinen Sohn und meine Tochter. Sie hat es euch gesagt. Wie wunderbar. Bist du dir sicher, dass sie ihnen geholfen hat? Ich habe drei Ritter getötet, um sicherzugehen, dass sie nicht lügen. Und dann weitere drei, weil ich ungerade Zahlen hasse. Der Fremdling konnte mit der Hilfe unserer Mutter in der Gravestone entkommen. Sie ist gegen uns. Senja hatte schon immer einen starken Willen. Darum hat Vater sie geliebt. Ob sie wohl weiß, dass er am Leben ist? Hat sie uns für ihn verraten? Das spielt keine Rolle. Sie wird zu uns zurückkehren oder die Konsequenzen tragen. Wir brauchen sie nicht. Unsere Eltern gaben uns die Kraft, die Zukunft zu schmieden. Sie hätten wissen sollen, dass wir sie nutzen würden. Okay, also. Alle wissen jetzt, dass wir Valkorion in uns haben. Und Senja ist die Mutter von Arkan und Valin. Und Valin erinnert mich teilweise echt an Jessa. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe drei Ritter getötet. Dann noch weitere drei, weil ich ungerade Zahlen mag. Irgendwie ist Valin cool. Also sie erinnert mich halt ziemlich an Jessa. Boop.
Ich nehme an, dass ihr Bedenken habt. Mir fallen durchaus ein paar ein. Ihr macht die Sache nur noch schlimmer. Ihr erwartet von uns, dass wir euch glauben, dass ihr gegen eure eigenen Kinder kämpfen wollt? Ich kann mich der Verantwortung dafür, was aus Velin und Arkan geworden ist, nicht entziehen. Und ich muss dafür sorgen, dass ihr Blutvergießen ein Ende hat. Wie habt ihr es geschafft, solche Monster großzuziehen? Habt ihr das alles wirklich nicht kommen sehen? Natürlich habe ich das. Wir waren uns nie einig darüber, wie wir die Kinder erziehen sollten. Und mit der Zeit entfernte er sich immer mehr von uns. Er wurde immer kälter. Ich hatte Angst um die Zukunft meiner Kinder. Aber als ich entschied zu gehen, wählten sie ihn. Ich konnte sie nicht zwingen. Ihr habt uns die ganze Zeit angelogen. Und jetzt erzählt ihr uns diese rührselige Geschichte und erwartet, dass wir euch glauben? Ihr müsst mir nicht glauben. Ihr könnt den unsterblichen Imperator selbst fragen. Ich bin nicht er. Ich bin ich selbst. Als Valkorion das Sagen hatte, war er nicht darauf versessen, einen Krieg zu führen. Wenn wir ihn zurück auf den Thron bringen könnten. Valkorion ist ein Weltenverschlinger. Er hat für Ordnung und Stabilität auf Sakul gesorgt. Glaubt mir, Koth, ihr kennt ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Nein, ihr kennt ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Keiner von euch kennt ihn so, wie ich ihn kenne. In welcher Weise ihr ihn kennt, will ich gar nicht wissen. Das habe ich nicht gemeint. Unterbrechung. Der republikanische Astromech hat Kontakt hergestellt. T7, was hat er für uns? Bericht. Ein krimineller Fleischsack auf Sakul war auf der Suche nach der Gravestone. Diese Herrin der Leiden behauptet, dass sie eine Verbindung zu den Schiffskomputern herstellen kann. Die Herrin der Leiden? Na, viel Glück mit ihr. Sie verspricht wohl Ärger. Sie ist eine Informationsmaklerin und ihre eigene Vollstreckerin. Wurde noch nie verhaftet. Also ja, sie verspricht Ärger. Sie operiert in der alten Welt auf Sakul. Ich kenne mich dort besser aus als jeder andere. Ich begleite euch. Ich habe das Gefühl, dass wir auf dem Weg dorthin reichlich Gesprächsthemen haben werden. Das eine oder andere. Sicher. Diese Herrin der Leiden ist einen Versuch wert. Aber bevor ihr geht, möchte ich kurz mit euch sprechen. Wer hätte gedacht, dass die Herrin der Leiden der Schlüssel ist, um dich zu verstehen? Das Schicksal ruft. Nun, da die Wahrheit über Valkorion bekannt ist, ist Vertrauen Mangelware. Ihr müsst selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Keine einfache Aufgabe. Korf glaubt an Valkorion. Senja hat entscheidende Informationen zurückgehalten. Niemand vertraut dem anderen. Darum müsst ihr als Vorbild dienen. Haltet ihr sie wirklich für vertrauenswürdig? Ich bin zu sehr Realistin, um an absolutes Vertrauen zu glauben. Erst recht nach Siost. Aber ich glaube, dass ihre Absichten aufrichtig sind. Möge euch die Macht da draußen dienen.